Tatenlos. Aber zum Glück gibt es in Deutschland genug Schlaglöcher. Und so machen wir unser Geld. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Normalerweise müsste man diese Scheibe jetzt austauschen, aber so macht man keinen Umsatz. Wenn Sie uns anrufen, kommt sofort einer unserer mobilen Mitarbeiter zu Ihnen und tut so, als würde er Ihre Scheibe reparieren. Mit unserer patentierten Carglass-Technologie. Uhu-Kleber injizieren, aushärten, Kaffee trinken, fertig. Nach 30 Minuten aushärten ist die Scheibe richtig orange. Und jetzt kommt's, die Reparatur kostet Kaskoversicherte 100% Selbstbeteiligung. Keine Kreditkarten, junge Frau, nur Barzahlung. Wenn Sie einen Steinschlag entdecken, sofort anrufen. Marabunta. Dann war ich. Ja, das war's eigentlich bei Marabunta. Ah! Ja, dass du da raus. Wie bitte? Warum du da raus bist? Ich hab momentan Urlaub gehabt, Europa hatte ich Urlaub gehabt. Und dann? Da haben die mich dann einfach rausgeschmissen. Und bei Grove war ich auch. Aber da haben die mich ohne Grund rausgeschmissen. Hätten wir das ohne schon Grund? Kann? Ja. Oh, ohne Grund. Ein Kalle. Ja. Okay. Kalle, was sagst du zu neu? Ich hoffe, das ist kein richtiger Grund war, ne? Nein, nein. Ich hab mich wirklich ohne Grund rausgeschmissen. Oh, ne. Komm mit, komm mit. Ey, Luis. Komm, Freddy, Bus bauen. Sitze ich mal hin. Warte, ich muss kurz zu Ende essen. Ja, mach guten Hunger, Bruder. Danke. Ich hab momentan auch Eule an und so, nicht wundern oder so, ne? Ja, ehrlich? Ja. Hm? Also Lilaneule, ich weiß nicht, ob du das kennst. Lilaneule, Twitch.tv. Ja, genau, richtig. Finde ich gut. Nicht gut? Finde ich gut. Finde ich gut, ja, sehr gut. Ich hätte auch von Grove welche gehabt, aber ja. Auch zugeschaut. Ich weiß nicht, wie der heißt. Weiß ja noch nicht mehr, lange her, Bruder. Nur wie du heißt. So, TTV und Timovage. TTV unterstrich Timovage. Boah, ich zink dich gleich. Timovage. Tablos, aber zum Glück gibt's in Deutschland genug Schlaglöcher. Und so machen wir unser Geld. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Normalerweise müsste man diese Scheibe jetzt austauschen, aber so macht man keinen Umsatz. Wenn Sie uns anrufen, kommt sofort einer unserer mobilen Mitarbeiter zu Ihnen und tut so, als würde er Ihre Scheibe reparieren. Mit unserer patentierten Carglass-Technologie. Uhu-Kleber injizieren, aushärten, Kaffee trinken, fertig. Nach 30 Minuten aushärten ist die Scheibe richtig im Arsch. Und jetzt kommt's, die Reparatur kostet Kaskoversicherte 100% Selbstbeteiligung. Keine Kreditkarten, junge Frau, nur Barzahlung. Wenn Sie einen Steinschlag entdecken, sofort anrufen. Hallo. Hallo. Na? Na, was machen Sachen? Wir reden gerade über... Weiß ich nicht. Ich muss jetzt wegschieben. Du, wieder da. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, sehr gut. Ich muss kurz... So, jetzt. Also, war es anscheinend schon überall fast. Oder ja. Zwei Gangs schon. Denke ich nur aus Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Was stellst du dir vor, wenn du hier bist? Dann halt auf jeden Fall, ne? Mhm. Auch so. Das ist wichtig, bei uns sehr wichtig gerade aktuell. Weil, wenn jetzt zum Beispiel auch jetzt Meeting Point gesetzt wird, auch dann sofort kommt. Mhm. Das ist sehr, sehr wichtig gerade uns. Wir haben gerade ein bisschen Probleme damit. Wir haben aber dran ein bisschen gearbeitet, aber es klappt gerade echt gut. Also schon welche da und sind nicht gekommen und so bestimmt, ne? Ja, das ist halt bei manchen Zeiten ist es halt ein bisschen mager hier. Wir haben abends meistens hier, ist am meisten los halt. Ja, bei momentan Situation auch gerade was man.
Ja, Digga, das. Ich find's ein bisschen gut eigentlich, so, ne? Ja. Aber muss jeder für sich wissen. Ja, bei uns Familie also. Ist momentan tot, wir haben eine Familie, aber momentan alle sind rausgegangen und deswegen habe ich momentan gar nichts mehr zu tun. Gar nichts mehr. Na, hier kannst du chillen auf jeden Fall, hier ist chillig. Ja. Deswegen. In der Greta sind von der Greta immer noch da, die Leute von der Greta? Elbrangeta, wie heißen die genau mit vorne? Maximus. Ja, Chris. Mein Name ist Maximus Decimus Meridius. Kommandeur der Truppen des. Maximus heißt der. Dean in der Greta. Dean hat doch Crips, oder nicht? Ja? Der hat Crips. Den, wie heißt er, den Tuck oder so? Ich glaube schon, ja, die hat er genannt. Kann sein, muss, aber ich weiß es nicht, egal. Also bei uns bist du halt, wir haben ein Pflicht-Event am Tag. Das ist Seekampf-Event. Wir beginnen ja, genau. Um 18.10 Uhr. Aber gerade, weil wir alles gewinnen, fährt eh keine Gang an. Weil die nur verlieren. Das heißt, da wird eh nicht viel los sein. Du klant dann und einfach 18.10 Uhr. Das heißt, wir gehen da meistens einfach klant rein, genau. Ja. Weiß schon Bescheid. Wir haben jetzt ein FZ wird gleich. Ja. In 40, 20 Minuten müssen wir uns hier treffen. Oder in 10 Minuten. In Sachen Unterweltessen und so. Besprechung und so? Nee, wir scheppern gegen Start. Oha, Digga, geil. Ja. Das Wichtigste dabei ist, beim Fort San Kundo Raid, kennst du dich schon, die Regel schon da? Die 5-Minuten-Regel, oder? Nee, ich meine jetzt allgemein, wenn du jetzt am Event da teilnimmst, was du beachten musst. Das ist richtige Events jetzt zum Beispiel, ja, da. Nein, nur Fort San Kundo Raid. Also FZ Raid. FZ-Regel kenne ich glaube ich noch nicht, ja. Richtige Raids. So Clant habe ich mitgemacht auf jeden Fall. Mhm. Was ist mit, sag schon, wenn du eine gute Position haben willst, gehst du einfach aufs Dach oder so? Verboten, da siehst du, das weißt du schon mal. Schon mal gut. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei. Ansonsten, intern bei uns ist sehr wichtig, dass du auf Calls hörst und bei unserer Masse bleibst. Ja. Weil sobald du bei unserer Masse bist, kann dir nichts passieren. Ja, stimmt, Digga. Bist du da? Kann gar nichts passieren, so. Ja. Außer es wird gecallt, du musst aussteigen, schießt auf die, dann machst du halt mit. Ja, ja, klar, dann musst du auch aussteigen. Weil wir haben keinen Bock, dass du irgendwo bist und danach müssen wir immer ein. Ja, dann einen einsammeln und so, das ist scheiße dann. Ja, das ist ein bisschen Kopfschmerzen. Lieber bei einer Masse bleiben. Habt ihr Schutzwesten, alles habt ihr oder muss ich da alles besorgen? Alles. Habt ihr alles? Lager ist gefüllt, Waffen, Munition kannst du rausnehmen. Wenn du was brauchst, kannst du dann nachfragen. Um 40 steht ein Typ im Lager von uns. So ja, 20.40 Uhr. Aber wird nochmal durchgefunkt, aber vorher nochmal. Genau, uns wird gespammt oben. Ja gut, dann ist gut. Toll. Also das ist so angekündigte Zufälle, also Events, zum Beispiel wie jetzt FZ Raid, sind auch Pflicht-Events. Ja. Aber wir machen sowas nicht immer. Macht ihr auch mit Abmeldung? Abmeldung habt ihr ja auch, ne? Abmeldung kannst du dich auch, genau. Habt ihr ja, okay. Haben wir auch, ja. Gut. Also ich denke mal, das ist sowieso die Erfahrung und hoffentlich kennst du dich gut mit den Regeln aus. Ja, nur um Schießen muss ich ein bisschen lernen mit der Revolver, habe ich gehört. Ja, sehr viel. Ist. Sobald du mit uns in der Masse bist, reicht auch AK einfach rumsprayen. AK reicht auch. Einfach auf dich sprayen, dann sind dann sie mach ich. Weg. Gut, Kollege. Und willkommen. Herz? Warte, ich hab. Alles gut. Jetzt nochmal, drücken nochmal. Machen wir nochmal, jetzt geht. Ja, jetzt. Ich geb dir mal direkt den Rang 2, das ist unser Proberang, sage ich mal. Oder ja. Anfänger, die halt hier kommen. Mit großen D-Funk auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Ja, und gelbe Klamotten brauche ich ja auch noch, stimmt. Ist auch. Am 3.